Unsere Stadtrundfahrt mit dem Bus dauert rund 2 Stunden. Die Tour beginnen wir beim Berliner Dom. Zuerst geht's Richtung Brandenburger Tor, vorbei am Alten Museum, am Deutschen Historischen Museum und der Neuen Wache, eine Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anschließend passieren wir die Humboldt-Universität, gegenüber liegt das alte Palais, ehemals Residenz des preußischen Königs und deutschen Kaisers Wilhelm I. Vorbei am Denkmal des alten Fritz erreichen wir das Brandenburger Tor. Von hier geht's durch das Regierungsviertel, vorbei am Reichstagsgebäude, dem Bundeskanzleramt, von den Berlinern scherzhaft Waschmaschine genannt, vorbei an diversen Regierungs- und Bürogebäuden zum Hauptbahnhof, Europas größter Turmbahnhof. Das nächste Ziel, Schloss Bellevue, Amtssitz des Bundespräsidenten. Nicht weit davon die Siegessäule, ursprünglich stand sie am Königsplatz vor dem Reichstagsgebäude. Vorbei am Elefantentor des Berliner Zoos zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ein Mahnmal für den Frieden. Im Weiteren passieren wir ein Teilstück der Berliner Mauer und eine Freiluft-Dauerausstellung, die Topographie des Terrors sowie den Checkpoint Charlie. Alle drei Orte, Mahnmale und Warnung gegen Diktatur, Terror und Krieg. Der Gendarmenmarkt liegt in der historischen Mitte von Berlin und gilt als schönster Platz Berlins. Gegen Ende unserer Rundfahrt erreichen wir jene Stelle, an der das Berliner Schloss wieder errichtet wird. Schlussendlich beenden wir unser Kennenlernen von Berlin beim Roten Rathaus im historischen Zentrum von Berlin.